Hallo und herzlich willkommen in meinem Deko-Ideenreich. Habt ihr schon angefangen für Ostern zu basteln oder vielleicht sogar schon zu dekorieren? Also ich habe diese Woche jetzt erst angefangen und zwar habe ich eine Deko für draußen gemacht. Die kommt entweder vor die Haustüre, also den Hauseingang, oder auf die Terrasse. Und heute lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben, denn eigentlich stecken in diesem Video drei Deko-Ideen. Ich werde euch einmal zeigen, wie ihr diese beiden Ei-Varianten machen könnt und dann noch, wie ihr aus einfachen Birkenzweigen ganz schnell einen schönen Naturkranz binden könnt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen und dann beim Nachmachen. Ich zeige euch jetzt zuerst, wie ihr diese Mooseier machen könnt. Die gehen wirklich kinderleicht, aber ihr habt zum Schluss wirklich das perfekte Moosei und das mit nur ganz wenigen Materialien. Ihr braucht einmal eine Eiform, also so eine Hohlform, die zweiteilig sein sollte. Die kann aus Styropor sein, aus Pappe oder aus Kunststoff. Dann braucht ihr einen Gummi und grünen Myrtendraht und Moos. Und wenn es euch interessiert, welches Material ich verwendet habe, dann schaut einfach in die Infobox. Dort findet ihr immer eine Materialliste mit den entsprechenden Links. Ich nehme jetzt einfach ein ordentliches Stück Moos und forme das schon mal ganz grob zu so einer Eiform. Die Eiform sollte ein bisschen größer sein als eure Hohlform. Und achtet darauf, dass ihr rundherum wirklich das grüne Moos außen habt. Dann nehmt ihr dieses Moos und stopft es wirklich ganz kompakt in euer Ei. Das Ei sollte wirklich so prall gefüllt sein, dass ihr jetzt wirklich nur mit Mühe das zweite Teil aufstecken könnt. So, dass das Moos richtig schön gepresst wird. Und dann mache ich meinen Gummi außen herum. Und genau so lege ich dieses Ei jetzt für 2 Stunden auf die Heizung. Das Ei lag jetzt 2 Stunden auf der warmen Heizung und ich öffne dieses Ei jetzt. Und dann seht ihr hier ganz prima, dass die Außenseite absolut glatt geworden ist durch diesen Pressdruck und durch die Wärme. Hier habe ich auch nochmal dieses Styropor-Ei mit Moos gefüllt. Also ihr seht, das funktioniert auch wunderbar mit diesem Ei. Ich nehme dieses Moosei jetzt heraus und werde jetzt nur noch ein paar Runden mit meinem Myrtendraht drumherum wickeln, dass dieses Ei zusammengehalten wird. Und der Vorteil von dieser Technik ist jetzt, dass ihr nicht unheimlich viel Draht braucht, um dieses Ei so kompakt und außenherum glatt zu bekommen. Es genügen jetzt wirklich nur noch ein paar Runden Draht. Dann schneide ich den Draht noch ab und stecke den unter eine andere Drahtschlinge drunter und das Ende lasse ich nach innen verschwinden. So sehen die fertigen Eier jetzt aus und wenn euch stört, dass da ab und zu noch ein bisschen Moos absteht, könnt ihr das natürlich ganz einfach mit der Schere frisieren. Und schon kommen wir zur zweiten Ei-Variante aus Draht. Dafür braucht ihr auch eure Eiform. Zeitungspapier, dann Maler-Crepe-Klebeband. Bitte verwendet kein Klebeband aus Plastik, sondern so ein Klebeband eben auf Papierbasis wie dieses Crepe-Band und eine Rolle geglühten Bindedraht. Der Bindedraht darf auf keinen Fall irgendeine Beschichtung haben. Warum, das seht ihr dann nachher noch. Wie bei der ersten Variante forme ich mir jetzt auch zuerst mal, dieses Mal eben aus Zeitungspapier, eine grobe Eiform. Dafür knülle ich dieses Papier ganz feste und kompakt zusammen. Und auch diese Eiform sollte etwas größer sein als eure Hohlform. Dann stopft ihr das Zeitungspapier in euer Ei. Und je fester ihr das jetzt da rein drückt, desto besser. Und dann setzt ihr diese zweite Hälfte auf
drückt das Ganze auch wieder zusammen, schließt das Ei, macht einen Gummi drum. Und jetzt lasst ihr diese Konstruktion auch circa eine halbe Stunde einfach so liegen. Die halbe Stunde ist jetzt um und jetzt nehme ich mein Papierei aus der Form. Und ihr seht, es ist jetzt richtig schön kompakt geworden. Und damit das Ei jetzt diese Form behält, werde ich das jetzt noch mit diesem Malerkreppband umwickeln, damit dieses Ei richtig schön kompakt bleibt und diese Eiform behält. Zwischendurch könnt ihr jetzt auch nochmal diese Form ein bisschen zurechtdrücken, dass ihr eine schöne Spitze habt und unten wirklich eine breitere Basis. Und jetzt trenne ich dieses Band ab und mache noch ein paar Runden quer. Jetzt werde ich meine Eiform mit dem Bindedraht umwickeln und dass ich da besser und leichter arbeiten kann, habe ich jetzt schon einige Meter Draht von meiner Rolle abgewickelt. Dann nehme ich das an, den Anfang, lege den auf meinem Ei an, schlinge den Draht einmal von der Spitze über den Boden um das Ei herum, dann verzwirbel ich Anfang und Ende miteinander und beginne jetzt mein Ei zu umwickeln. Und zwar immer von der Spitze zum Boden, sternförmig so einmal außen herum, dass das Ei ganz grob von allen Seiten so mit einer Drahtschlinge bedeckt ist. Und dabei solltet ihr den Draht immer leicht unter Zug halten, denn liegen die Drahtschlingen zu locker auf dem Ei, kann es sein, dass diese Drahtschlingen nachher verrutschen und dann müsstet ihr das Ganze nochmal aufwickeln und von vorne beginnen. Also immer leichten Zug auf dem Draht halten und wenn ihr aufhört zu wickeln, um vielleicht wieder Draht abzuwickeln, dann haltet unbedingt die Stelle fest, an der ihr aufgehört habt mit dem Draht. Das mache ich jetzt hier mit diesem Finger und dann kann ich wieder ein paar Meter Draht abwickeln. Damit das Ei jetzt wirklich seine Form nicht verliert, dürft ihr nicht zu viel Druck nach innen ausüben, sonst bekommt das Ei nachher eine Delle. Und um jetzt die Richtung, eure Wickelrichtung zu ändern, könnt ihr jetzt natürlich leicht schräg gehen. Jetzt kann es aber ganz leicht passieren, dass der Draht dann abrutscht. Und um das zu verhindern, habe ich folgende Technik entwickelt. Ich mache einen starken Knick in meinen Draht und schiebe den unter eine bereits vorhandene Drahtschlinge drunter, so als Widerhaken. Und dann kann ich jetzt in die andere Richtung weiter wickeln, ohne dass mir der Draht verrutscht. Jetzt kann es natürlich da ganz schnell passieren, das ist mir am Anfang auch öfters passiert, dass, wenn ihr zu locker wickelt, euch ein paar Drahtschlingen von diesem Ei wieder herunterspringen. Lasst euch dadurch wirklich nicht entmutigen, dann wickelt ihr einfach wieder ein paar Schlaufen ab und startet neu durch. Habt ihr euer Ei soweit mit Draht umwickelt, dass ihr zufrieden seid, dann könnt ihr den Draht einfach abzwicken und upsala. Und dieses Ende unter einer anderen Drahtschlinge durchstecken und das Ende dann, das spitze Ende, nach unten oder nach innen verschwinden lassen. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen und entscheidenden Schritt in diesem DIY, dass dieses Papier in diesem Drahtei nämlich verbrannt werden muss. An dieser Stelle muss ich sagen, dass ich dafür jetzt keinerlei Haftung übernehmen kann, denn die Arbeit mit Feuer birgt immer Gefahr in sich. Also ich kann euch nur bitten, seid wirklich vorsichtig. Ich werde es jetzt folgendermaßen machen. Mit meinem alten Backblech, in das ich so eine Grillschale gestellt habe, werde ich jetzt gleich nach draußen gehen. Also bitte macht es unbedingt draußen. Dann werde ich diesen Grillanzünder mit meinem Feuerzeug anzünden und dann dieses Ei daneben legen und das Ganze einfach aus der Entfernung beobachten, bis dieses Papier in dem Ei vollständig verbrannt ist.
Das Papier ist jetzt vollständig verbrannt. Jetzt ist das Ganze natürlich noch heiß. Ich lasse das jetzt vollständig abkühlen und dann kann ich ganz einfach diese Asche aus diesem Drahtgitter herausschütteln. Mein Ei ist jetzt abgekühlt und bevor ihr aber das Ganze anfasst, testet nochmal, ob es wirklich kalt ist. Also meins ist hundertprozentig kalt, denn wir haben minus 4 Grad hier draußen. Und ich habe mir jetzt auch Handschuhe angezogen, damit ich keine schwarzen Finger bekomme. Und jetzt muss ich nur noch diese Asche aus dem Ei schütteln. Und das geht ganz einfach, indem ihr das Ganze einfach hin und her schüttelt und dann fällt der Staub heraus. Und hat sich jetzt die ein oder andere Drahtschleife vielleicht ein bisschen gelockert, könnt ihr die einfach wieder zurückschieben und das Ganze wieder befestigen. Und um jetzt die letzten Staub- und Aschereste wirklich zu entfernen, reinige ich mein Ei jetzt noch unter dem Wasserhahn. Denkt dran, wenn ihr diese Eier draußen dekoriert, dass dieser Draht mit der Zeit Rostpatina ansetzen würde. Bei mir ist es gewollt, also ich habe ja meine Deko für draußen geplant. Um meine Eier jetzt noch schön in Szene setzen zu können, werde ich mir aus diesen Birkenzweigen jetzt noch einen tollen Naturkranz machen. Und wie einfach das geht, das zeige ich euch jetzt. Als Basis werde ich mir jetzt aus einem langen Ast zuerst mal einen Ring formen. Und diese Zweige schlinge ich jetzt um die anderen Zweige herum, so dass das Ganze Halt bekommt. Dann setze ich den nächsten Ast an, schiebe den unter die anderen Äste drunter und schlinge dann diese dünnen Zweige um dieses andere Material auch wieder herum. Und das Schöne bei dieser Art von Kranz ist, dass ihr nicht mal Draht verarbeiten müsst. Das heißt, es ist ein absolutes Naturprodukt. Und ich schiebe dann immer wieder so den dicken Ansatz der Äste unter oder zwischen diese anderen Äste und diese dünnen, biegsamen Zweige schlinge ich dann einfach außen herum. Und so mache ich jetzt weiter, bis ich einen Kranz habe in der gewünschten Dicke. Und ich achte immer darauf, dass ich abwechsle mit dem, wo ich die dicken Äste anfüge. Hier habe ich jetzt sehr viel feine Äste, das heißt, hier setze ich jetzt auch mal wieder den dicken Teil eines Astes an, dass auch der Kranz an dieser Stelle ein bisschen dicker wird. Und damit die Enden, also diese dünneren Zweige, auch schön festgehalten werden, schiebe ich die immer unter einen dickeren Ast darunter und ziehe das Ganze so durch. Und so werden diese Ästchen auch schön festgehalten. So, mein Kranz ist fertig, mit der Größe bin ich zufrieden und jetzt sieht er ja noch richtig wild aus. Und wem das nicht gefällt, also mir ist es auch ein bisschen zu doll, der kann jetzt mit einer einfachen Gartenschere den Kranz noch ein bisschen frisieren. Und so sieht meine fertige Deko jetzt für vor die Haustüre jetzt aus. Wer möchte, kann noch ein paar Federn integrieren, so wie ich das jetzt gemacht habe. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen und schreibt mir noch mal in die Kommentare, wie euch dieses DIY gefallen hat. Und ich sage für heute Ciao und freue mich schon aufs nächste Mal. Hier links geht es wie immer zu zwei anderen tollen DIY-Ideen passend zur Jahreszeit. Hier unten könnt ihr mich kostenlos abonnieren und denkt immer dran, wenn ihr gleich benachrichtigt werden wollt, wenn ich ein neues Video online habe, dann klickt unbedingt auf die Glocke neben dem Abonnieren-Button und über einen Besuch von euch auf Facebook, Pinterest oder Instagram freue ich mich immer.